Das ist verdammt gut gemacht. Props an das Game. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es jedenfalls gut. Willkommen zu The Mold Exorcist. Answer the call. Ja, müssen wir gleich annehmen. Es geht wohl darum, also ganz kurz erstmal, es ist in einer, ihr kennt dieses VHS 80s Grafik und ich liebe solche Spiele, die so ein bisschen auf die 80er basieren. Das finde ich nämlich sehr interessant und das ist auch wieder so ein Spiel und ich denke mal, das ist sehr gut gelungen. So, wir fangen dann jetzt mal an. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Exorzist sind, also der... Oh krass. Okay, das ist cool. Wir sind dann sowas wie ein Geisterjäger, denke ich mal. Echt, so eine Mucke hören wir? Ja, alles klar. Wir haben... Oh krass, damit können wir wohl Geister erkennen. Wir sollen erstmal oben anfangen. Jetzt hier rumsprühen. Oh fuck. Oh fuck. Haben wir das jetzt hier oben geschaffen? Können jetzt einfach gehen. Ja, ist okay, Bro. Das wollte ich gar nicht. Oder müssen... Hallo? Ich komme hier nicht drauf. Oder... Digga. So. Müssen wir das hier entfernen? Ah, okay. Ergibt Sinn. Das ist so Schimmel, denke ich mal. Bro, ich bin am Arbeiten. Nicht stören hier. Oh Gott. Das ist verdammt gut gemacht. Props an das Game. Was sind das für Geräusche? Wir lassen uns davon nicht, ne? Ich habe Angst, dass gleich hier irgendwas hinter mir ist. Oh. Aber ich finde diese Games in dieser Grafik, so die so ein bisschen an, ja, diese VHS 80er Grafik, die Games finde ich immer richtig krass, aus dem Grund einfach, weil die komplett creepy gestaltet sind. So, ich weiß, ich bin ein riesen Fan von. Zum Beispiel bin ich ein großer Fan von dem Film Summer of 84 und der ist richtig, richtig gut. So, das haben die so hinbekommen, so genauso wie bei Stranger Things. So, hier haben wir jetzt eigentlich alles bereinigt, ne? Das heißt, wir können jetzt runtergehen. Oh krass. Hey, guck mal, eine Rolltreppe. Wow. Okay, fuck you. Oh Gott, das ist hier viel. Wer hat das gesagt? Was machst du? Hat man mich gefragt. Zumindest irgendwas Paranormales, denke ich mal, ne? Und geht das Spray hier eigentlich gar nicht leer? Wow.
Ah, Alter. Ich hätte es mit einem gerechnet, aber nicht damit. Okay. Holy shit. Was ist das hier? Wow, ist das schnell. Oh, der Teufel? Das war's. Real Talk. Das war's. Okay, das war das Horrorgame The Mauled Exorcist. Also der Schimmel-Exorcist, denke ich mal, heißt das, ne? War doch Mauled, ist doch... Ist das nicht Schimmel? Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Boah, die Musik ist nice. Ja, hatte ich doch recht. War ein cooles Spiel, also es war halt klein, ne, es war jetzt nicht riesig, aber das finde ich cool, so, ich finde das Spiel ist echt cool gewesen, so, ich mochte die Grafik und den Sinn dahinter mochte ich dann auch, es war jetzt eigentlich nicht so ein Spiel, was richtig krass viel Sinn hatte, aber vom Prinzip her war das richtig nice, jetzt fangen wir hier schon wieder an, okay, wie gesagt, das war das Game, war cool gestaltet. Also ich bin immer offen für mehr solche Spiele. Also wenn ihr Bock habt, ihr könnt mir, wie gesagt, ich nehme zwar keine mehr an, aber empfehlen könnt ihr mir trotzdem noch welche. So, demnächst, ich weiß nicht wann genau, kommt aber ein neues Spiel auf dem Kanal. Und zwar Little Nightmares 2. Ich habe da richtig Bock drauf, denn wir haben lange Zeit nicht mehr so ein Spiel gespielt. Das letzte Mal war das, glaube ich, Limbo und dann Inside. So, und seitdem haben wir nicht mehr solche Spiele gespielt. Deswegen auf Little Nightmares freue ich mich extrem. Und danach würde dann Araya kommen. Aber zwischendurch, also erstmal machen wir noch so ein bisschen chillige Videos, weil wir haben jetzt die letzten Male uns nur auf Spiele konzentriert, die halt echt lang gingen. So, ne, wie zum Beispiel Outlast. Und was weiß ich, Don't Be Afraid. Und was weiß ich was. Ja, und dann natürlich Visage, was aber alles kaputt gemacht hat, leider. Ja. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was draus und bis demnächst. Ciao, Leute.